So, also einmal an den Young, der reinkommt. Und Shinji Kagawa 216 Mal für Dortmund aufgelaufen. Das Lächeln immer noch dasselbe. Position ein bisschen arg ungünstig. Osaka bekommt das Pressing erstmal gut überspielt. Da haben wir Kagawa am Ball, verteilt ihn rechts raus. 25 Minuten Zeit für die Japaner, hier auch noch einen Treffer zu erzielen. Und die Möglichkeit bietet sich vielleicht direkt jetzt. Und nochmal. Und erneut. Und jetzt ist er drin. Max zweimal und dann Masaya Shibayama. Schön verlagert. Top-Parade von Meyer. Und dann im Verbund Osaka ein Tor zu erzielen. 25 Minuten für den BVB. Die Pflicht hier, das noch sauber zu Ende zu bringen. Damit Nuri Sahin gänzlich, aber schön auseinanderziehen lassen. Und im Endeffekt, auch wenn man es übers diesen einen Treffer erarbeitet und auch verdient. Die Borussia eröffnet hier dann doch auch noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Kagawa. Nächster Abschluss, nächste Möglichkeit sich auszuzeichnen. Meyer macht's gut. Eck noch auf der Uhr. Nicht allzu nachlässig werden. Sondern viel Gutes, was wir aus der ersten Halbzeit gesehen haben, auch schnell wieder vergessen. Jetzt mit Lührs, Brandt kommt tief. Rote, Ball ist weg. Kagawa, der Dieb. Und wieder Osaka im Angriffsmodus. Runter zur Grundlinie, Schlenker und die nächste Ecke. Kagawa. Osaka verlagert jetzt gut, hat auch wieder die Brust draußen, funktionieren einige Dinge, funktioniert exzellent. Von Kida eröffnet alles und dann Sakata, der Rechtsverteidiger. Kagawa. Da sind viele jetzt mit guter Übersicht und Spielwitz am Start. Und auch mit Erfahrung. Kagawa verteilt auf links raus. Sota Kitano angelaufen von Riasson. Ja, das ist jetzt für meinen Geschmack eine Spur zu hart. Schon ausgeführt das Ganze. Der lange Schlag auf sicher. Kopfball landet bei Kagawa. Und jetzt die Möglichkeit, hier nochmal was nach vorne zu fabrizieren. Takahashi. Dortmund jetzt auf eine kompakte Defensive bedacht. Franz Rogoff läuft als erstes an. Kagawa. Wieder Nico Takahashi. Ball in die Mitte. Das spielen sie jetzt sehr schön. Und Oyeo. Nah dran am Strafstoß, würde ich fast sagen. Und sogar nochmal zum Abschluss. Ja, die endgültige Entschlossenheit fehlte da bei dem Versuch, Schlussmann Ceresos wirklich in Schwierigkeiten zu bringen.
doch 4 Minuten, die wir uns gönnen. Der zweite auf der Asienreise geht mit 3:2 ans Team von Nuri Sahin. Das war doch